in it. Real complicit, itty bitty issues, but a bitch just picture we were winning. I was clouded like deluded, smoked a doobie with Confucius. Asked about my native net worth, it's unheard of, ain't no crew shit. You ain't heard of the crew shit. Think all of my desires dissipated, talking blue shit. I am one with the circle, not a stem left alone. All my highs is also hurdles, guess I'm in the fucking zone. Abrabon tise sika kwako nanso seme shire ni efata me die empare mi da biara da. Ich bin Emilia Schüle, ich bin Schauspielerin und ich liebe es, Geschichten zu erzählen und Menschen zu unterhalten oder auch zum Nachdenken zu bringen. Und ich finde es auch super wichtig, mich zu engagieren. Zum Beispiel für Fairness, ein Wert, der eigentlich immer und überall gelten sollte. Deswegen habe ich auch einen Verein gegründet, Digitale Empathie, und der soll Jugendlichen und Kindern dabei helfen, Konflikte fair und empathisch zu lösen. Und ich liebe Schokolade. Und deswegen musste ich auch keine Sekunde überlegen, als mich Fairtrade gefragt hat, ob ich mitmache. Und dieses Ding hier geht um die Frage, was kostet ein gutes Leben? Um dieser Frage nachzugehen, möchte ich euch mit nach Ghana nehmen. Da werden wir auf Melly und Matt treffen. Beide kommen aus Accra, der Hauptstadt von Ghana. Und sie sind für uns aufs Land gefahren und haben einen Workshop gemacht mit Kakaobäuerinnen und Bauern, damit sie uns ihre Geschichte erzählen und wir von ihrem Alltag erfahren und wir ein bisschen besser verstehen, was ein gutes Leben kostet. Ihre Stories haben die Bäuerinnen und Bauern für uns aufgenommen mit so einem Handy. Und diese Stories sind die Impact Diaries. Später mehr. Jetzt möchte ich euch nämlich erstmal Nevin vorstellen, Nevin Subotic. Wer Fußball mag, kennt Nevin. Und wer nicht, wahrscheinlich auch. Nevin ist in Bosnien geboren, in Deutschland und in den USA aufgewachsen und ist dann in Deutschland Berufsfußballer geworden. Aber Nevin hat auch einen ganz speziellen Bezug zu Afrika. Ach, Nevin, stell dich einfach selbst vor. Wie du schon sagtest, ich habe einen Teil meines Lebens in Deutschland verbracht, bin dann nach Amerika gezogen und mit 17 erneut wieder nach Deutschland, um hier meine Profifußballkarriere nachzugehen. Doch mit der Zeit habe ich sehr schnell gelernt, dass es nicht wichtig ist, was du hast, sondern vor allem die Menschen, mit denen du bist und für die du dich einsetzt. Und deshalb habe ich 2012 die Nevin Subotic Stiftung gegründet, bei der ich auch weiterhin Vorstandsvorsitzender bin. Wir setzen uns ein für das Menschenrecht auf Zugang zu sauberem Wasser, vor allem in den ärmsten Regionen der Welt, um somit globale Gerechtigkeit herzustellen. Deshalb freue ich mich auch jetzt, gemeinsam mit Fairtrade die Impact Diaries anzugehen und gemeinsam auch die Frage zu beantworten, was kostet ein gutes Leben? Und für mich bedeutet das, sich selbst zu hinterfragen, was man bereit ist, dazu beizutragen, dass nicht nur man selbst, sondern auch andere Menschen ein faires Leben leben können. Alright, dann lass uns loslegen. Wie viel Geld brauche ich für Wohnung, für Essen, für Kleidung oder auch fürs Reisen? Was muss ich für die Zukunft sparen? Was kostet es, wenn man Kinder hat? Oder was kosten Ausbildung, Studium oder der Weg in die Selbstständigkeit? So viele Dinge im Leben kosten Geld. Und deswegen gehen die meisten von uns arbeiten. Wir verdienen Geld, weil wir etwas leisten und dafür bezahlt werden. Ist dieser Lohn immer gerecht? Oft kann man das nicht genau beantworten. Fest steht, wir leben in einer der reichsten Gesellschaften auf diesem Planeten. Wir haben alles, was wir brauchen. Bildung, Wohnraum, Kleidung und auch Genussmittel, wie zum Beispiel Schokolade. Aber wo kommt die her? Und wie geht es den Menschen, die für uns den Kakao anbauen? Werden die eigentlich gerecht bezahlt? Um das herauszufinden, müssen wir nach Ghana. Und wer kennt Ghana? Nevin! Ghana liegt an der westafrikanischen Küste. Das tropische Klima dort eignet sich ideal für den Anbau von Kakao. Vor 150 Jahren wurden die ersten Kakaosamen von einem Missionar ins Land geschmuggelt. Heute sind Kakaobohnen mit das Abstand wichtigste landwirtschaftliche Exportgut des Landes. Wie wichtig Kakao für das Land ist, könnt ihr auch im Landeswappen sehen. Denn wenn ihr genau hinschaut, seht ihr unten links einen Kakaobaum. Als erstes afrikanisches Land südlich der Sahara erreichte Ghana 1957 die Unabhängigkeit. Seitdem hat es sich zu einem Musterland für Demokratie in Afrika entwickelt. Allein in den letzten 30 Jahren hat Ghana die Armut im Land mehr als halbiert. Aber der neue Wohlstand kommt nicht bei allen an. Gerade Menschen in ländlichen Gebieten, wie die Kakaobäuerinnen und Bauern,
kämpfen weiterhin mit der Armut. Na ohawa minya wo koko ni ehun ni se e ka bebre e na wo mu mi afra sa mi ti koko no e mu sika 36 million e na me de fa pa pa fo ji sika ni nyina. Eine typische Kakaobauernfamilie verdient pro Monat durchschnittlich 191 US-Dollar. Ein Einkommen, das die Grundbedürfnisse der Familien abdeckt, müsste nach Berechnungen von Fairtrade bei 395 US-Dollar liegen. Also mehr als doppelt so hoch, wie sie aktuell verdienen. Nur ganz wenige Bäuerinnen und Bauern erreichen bisher ein solches Einkommen. Das möchte Fairtrade ändern. Gemeinsam mit seinen Partnern Rewe und der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit hat Fairtrade 2019 ein Living Income Projekt in Ghana gestartet. Damit sollen die existenzsichernden Einkommen für 167 Mitglieder der Kakao-Kooperative Fanteaqua sichergestellt werden. Wie sie das machen, das weiß Emilia. Danke, Nevin. Ich mache auch sofort weiter, aber ganz kurz. Ich möchte uns das nochmal vor Augen führen. Von wie viel lebt ein Kakaofarmer in Westafrika im Durchschnitt? 67 Cent am Tag. Und was sind die Folgen? Eine richtig krasse Folge ist Kinderarbeit. Und das nicht zu selten. Denn was passiert, wenn Eltern ihre Kinder nicht versorgen, nicht ernähren können? Kinder werden aufs Feld geschickt, statt in die Schule. Und das wissen wir schon seit Jahrzehnten. Und trotzdem sinken die Zahlen nicht. Nein, sie steigen. So sind Investitionen in bessere Anbaumethoden oder Anpassungen an den Klimawandel schlichtweg nicht möglich. Und das treibt nicht nur einzelne Menschen in die Armut. Dadurch werden ganze Gemeinschaften in ihrer Entwicklung zurückgehalten. Und die Umwelt leidet. Und deswegen ist klar, wir müssen an die Kakaopreise ran. Jetzt zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Das Living Income Projekt. Living Income, das heißt so viel wie existenzsicherndes Einkommen. Und hier einmal, was Fairtrade darunter versteht, damit wir alle on track sind. Als existenzsicherndes Einkommen gilt ein von einem Haushalt erwirtschaftetes Einkommen, das den Mitgliedern des Haushalts einen angemessenen Lebensstandard ermöglicht. Zu einem angemessenen Lebensstandard gehören unter anderem der freie Zugang zu Lebensmitteln, Wasser, Unterkunft, Bildung, medizinische Versorgung, Beförderungsmittel, Kleidung und die Befriedigung weiterer grundlegender Bedürfnisse, wie Rücklagen für unvorhersehbare Ereignisse. Und um das zu erreichen, sind mehrere Dinge notwendig. Runterbrechen lässt es sich auf drei. Höhere Erträge durch zum Beispiel nachhaltigere Anbaupraktiken und eine effizientere Bewirtschaftung ihrer Farmen. Diversifizierung des Einkommens, das heißt, Farmer werden befähigt, neben Kakao noch andere Sachen anzubauen, zum Eigengebrauch oder als weitere Einnahmequelle. Am wichtigsten aber das Geld. Ihr habt bei Nevin gesehen, wie groß die Lücke aktuell noch ist. Und wenn die nicht geschlossen wird, dann brauchen wir über Investitionen und Zukunft nicht sprechen. Daher freut es mich, dass Rewe für ihre Very Fair Schokolade als eine der ersten Supermarktketten in Deutschland den Fairtrade Living Income Reference Price zahlt, den FLIRP. Wie geil ist das denn? Nämlich direkt an die Kakaobäuerinnen und Bauern. On top auf den Fairtrade Mindestpreis und die Prämie. Das macht nämlich einen Unterschied und den schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Oh nein, ich muss euch ja noch Melly und Matt vorstellen, und zwar aus unserem Team Ghana. Also Matt ist 21, er studiert an der University of Ghana Politik und Französisch und ist nebenbei lokaler YouTube-Star. Melly leitet die Bibliothek vom Goethe-Institut in Accra und macht gerade ihren Master in Marketing. Gemeinsam sind die beiden für Fairtrade aus der Metropole aufs Land gereist und was dort passiert ist und mit was sie zurückgekommen sind, hätten wir nicht für möglich gehalten. Viel Spaß jetzt mit der Power von Fairtrade und den ersten Impact Diaries. Circle, not a stem left alone. All my highs is also hurdles. Guess I'm in the fucking zone.
all that you know about your world. Calling it off with a spin and a swirl. Know that this life ain't about diamonds or pearls, but bet I'll be damned if I don't get what I earn. I hope you stand guided, the troubles is deep. Conscious of all that keep you on your feet. Reflection is magic, recording a feat. But bet I'll be dead for our trade in these beats. For my cousins come eat. My heart it feel full. The hustle don't stop. My name is Bismarck Domina, and my mother tongue is Chi. Me wo Ghana, Eastern Region, Etiwa East. Me wo kuku kuyafu kuwa ya friend CCP emu. Me kuku kuyani. Me di mfiye du yasam miyunu. Me wo yire, me wo mami ensa. Me ba kuku kuyajume mu 11 years ni. E fibra me ba kuku kuyajume mu no. Ah, yadi ya humbo CCP no. Na CCP fonso, ene fair trade for beye juma no. Fairtrade for Abuay and Bibri, or Mamma and Chetre, I friend of Farmer Business School. Sancho Chen, no, a mamma who say, Coco no a business, ain't he? Then yes, you are whom Bibri or Quina Mefaso, I made me Coco no. And nay, sir, Quina, much remino, my faso, I am me Coco no, my ene, Missy Melfunuma, manager, sir, me a Coco, any. Ewo, I beg what I say. My name is George Ansa. Be free, Abakwasi. My John, you qua, your friend of CCP. Me wa yere, me wa ma and I. Me and son every year, Scandia School. Bacon, a sia, a juma every year. Me dim fear, a dunum and watch. I may how Kakra, Michia, our jumanum and a set. Semiboko, co noa. A quire, me fasoa, me de a baby fear near nay or how a mammy. A parfo a mefa edwom aye adwuma no soso eduru ba bia na ho. Hello. Ya fra mi mi na ntwa, ya wo me abekwase. Ma di mfie aduenum nan. Me wo kunu, me wo ma enson. Ya wo me afi apema hankuno aduo otwe. Me ensam na me wie school. Me wie school no na ma wo fo ye kokwa adwuma nti. Mede me hoko bata akoko adwuma na mede koko adwuma bo me bra ko si enne so kwa tuto school ni huni ya menyi na ama menkwa lano ako school 200 enso mede kwa tuto efuwa ni huni ya ma edi bi afa pafuwa edi ako ye efuwa ni mwe juma na mefuwa no afia ibesi mwi kwa kwa ni basu sedosho ya da Reverend Company for Arts afia fetu edi fuwamso ya da masi nyami ishramu nyami nkamu na safidansa seno ya nyina edi ya shiemua. Yeah, you can say hallelujah, hallelujah, Baba. The good news is that you have increased our volumes about 40%. We will get more money to invest in our children's education. All farmers, we are happy and we are grateful for what you've done for us so far. We say God bless you. Goodbye. Thank you.